und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute einen kleinen Haul für euch, denn am Samstag war ich ja shoppen, wie einige wissen, durch Snapchat. Und dann habe ich euch natürlich gefragt, ob ihr nicht Bock hättet auf einen Haul, da ich sehr oft gefragt werde, woher ich immer meine Sachen habe. Ich habe zwar nicht so viele Sachen jetzt gekauft, weil ich habe mir eine Winterjacke gekauft, die ja ein bisschen teuer war. Und deswegen hatte ich dann halt nicht so viel Geld über, um mir noch andere Sachen zu holen, weil ich brauchte unbedingt eine vernünftige Winterjacke. Seht ihr alles gleich. Auf jeden Fall werde ich euch jetzt die Sachen zeigen. Und ja, vielleicht ist da ja das ein oder andere Teil für euch bei und ihr könnt euch ein bisschen inspirieren lassen. Wer weiß. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Ich habe mir eine Winterjacke geholt und das ist meine erste vernünftige Winterjacke. Wie ihr wisst, laufe ich ja immer sehr dünn rum. Ich laufe eigentlich immer so mit Lederjacke rum. Ich habe zwar eine Winterjacke, die habe ich von Zara. Das ist so eine gelbe, aber die ist jetzt nicht wirklich dick. Sie hält auf jeden Fall nicht warm. Also es ist halt keine vernünftige Winterjacke. Eine vernünftige Winterjacke ist für mich, die wirklich dick ist. So. Und ich habe mir jetzt einfach mal eine gegönnt. Und ja, die ist jetzt von Wellenstein. Wellenstein ist das hier, falls der Name jetzt euch nicht im Kopf kommt. Ich bin eher eine Person, die sehr auffällt, gerne auffällt und deswegen habe ich mir dann die rote geholt, weil ich wollte nicht mit das rumrennen, was jeder rumrennt, wenn man das so nennt. So mit diesem Khaki oder diese, wie heißen die, Parkerjacken oder so. Deswegen dachte ich mir, holst dir mal was Knalliges und ich finde die so schön. Ich liebe diese Jacke so, oh mein Gott. Ich hatte sie an. Ich hatte erst mir eine Lederjacke geholt, aber eine dicke war das. Und die war eigentlich auch voll schön. Und dann habe ich die hier angezogen, weil meine Mama unbedingt in diesen Laden rein wollte, weil sie hat auch eine Jacke von dort. Und sie meinte, sie hätte mal voll geile Jacken da gesehen, so auch in Rot und so. Und dann bin ich halt da reingegangen mit ihr und dann war halt diese Jacke da. Und dann habe ich sie halt anprobiert und sie war, oh mein Gott, ich habe mich so verliebt. Die Jacke ist so schön und sie war auch sehr teuer. Das hat, oh mein Gott, mein Herz. Das tat so weh, Leute, ehrlich jetzt. Ich bin so geizig, mir so teure Sachen zu holen. Ich wollte mir auch erst von Tommy Hilfiger eine holen, aber die waren mir dann doch schon wieder zu langweilig, weil die, keine Ahnung, ich mag das eher so enge Jacken. Ich finde das, weiß ich nicht. Ich mag eher was Figurbetontes, anstatt diese fetten Jacken, die einfach so runterhängen. Und sie ist nicht kurz. Also was heißt kurz? Sie ist auch nicht wirklich lang. Ich kann sie ja mal jetzt zeigen. Also ich ziehe sie jetzt mal an. Ja, also so sieht die Jacke aus, wenn ich die anhabe. Hier unten ist dann auch nochmal so was Schwarzes. Das fällt aber nicht wirklich auf. Aber wenn man die zumacht, zeige ich euch jetzt mal. Also wie gesagt, die ist halt sehr eng anliegend. So, und dann krempel ich das immer hier um. So, und dann kann man das so ein bisschen so runterziehen. Dann ist das hier nicht mehr so dick, das Schwarze. Sondern ist die Jacke etwas kürzer, was ich generell mag. Nicht jetzt, weil ich meinen Arsch zeigen will oder so, auf gar keinen Fall. Ich mag das halt so kurze Sachen so. Ich mag nicht so. Ich mag keine langen Sachen. Keine Ahnung, irgendwie ist das so. Auf jeden Fall ist sie unnormal schön. Ich liebe diese Jacke so und sie ist wirklich unnormal warm. Und sie fällt auf. Zu der Jacke habe ich mir passend auch eine Mütze gekauft. Zwar nicht von Wellenstein, aber von New Era. Die habt ihr bestimmt schon auf ganz viele meiner Bilder gesehen auf Instagram. Ja, ich liebe die. Ich ziehe die auch sehr gerne auf. Die ist vor allen Dingen sehr praktisch, wenn man die Haare vielleicht nicht so gewaschen hat und die vielleicht schon ein bisschen so fettig sind, dann ziehe ich die auch gerne auf. Und die sieht sehr schick aus, ne? Übrigens von Topshop. Topshop gab es ja erst, glaube ich, nur als Instagram-Seite und als Online-Seite, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen Laden von Topshop und der ist in Oberhausen, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, wo es denn sonst gibt. Könnt ihr auf jeden Fall mal hier in den Kommentaren schreiben. Ich weiß nur, dass es den in Oberhausen gibt, weil ich auch in Oberhausen war. Und der Laden, oh mein Gott, Leute, ihr müsst in diesen Laden gehen. Dieser Laden, ne?
Topshop, ohne Scheiß, ey, so geile Sachen. Für Jungs unnormal geile Sachen, für Mädels unnormal geile Sachen. Oh mein Gott, ich liebe diesen Laden, das ist jetzt mein zweiter Lieblingsladen. Ja. Dann habe ich mir noch von Topshop einen Gürtel geholt. Den wollte ich schon voll lange haben. Das ist so einer mit zwei Schnallen. Und der sieht so geil aus, Leute. Ich liebe den. Ich liebe diesen Gürtel. Aber der ist mir ein bisschen zu groß, leider. Aber es geht noch. Und ja, der ist einfach nur geil. Ich liebe diesen Gürtel. Dass mal was ausgefallen ist. Ich mag, wie gesagt, ich mag es aufzufallen. Ich mag außergewöhnliche Sachen. Und aber außergewöhnliche schöne Sachen, die nicht jeder trägt. Gut kombinieren, sieht immer schick aus und ja, Topshop. Was ich noch von Topshop habe, ist diese Kette. Ich weiß nicht, ist auf jeden Fall hier hinten so ein Verschluss, wie so eine Kette halt. Ist aber halt so wie so ein Gummi hier, also diese schwarzen Bänder sind so gummiartig. Dieses Top habe ich von Tailey Whale und es ist ein Body. Und es liegt sehr eng am Körper, was ich unnormal liebe. Ich hasse es, wenn das immer so locker ist. Ich finde das voll scheiße immer. Deswegen, ja, I like it. Eigentlich wollte ich mir gar keinen Top holen, weil es ja Winter jetzt ist und es ist mega kalt. Und man kann es eigentlich gar nicht anziehen. Aber ich wusste ja, dass ich diese Jacke hier hatte. Ist zwar nicht dieselbe Farbe, aber ich finde, es passt eigentlich zusammen. Oder mit einem schönen Cardigan finde ich das auch schön. Ja, irgendwie kombiniere ich das schon. Aber ich trage es auch so. Juckt mich gar nicht. Ihr wisst, ich bin im Winter wie im Sommer. Kommen wir zu meinem geliebten Pulli. Oh, der ist so schön. Mal wieder bauchfrei. Wie gesagt, ich trage wirklich eigentlich nur bauchfrei. Ich habe, weiß ich nicht, ich habe fast nur Pullis, die bauchfrei sind. Oder wenn... Zum Beispiel das Top hier ist ja kein bauchfrei, aber das krempel ich mir dann immer so um. Deswegen, ich liebe halt bauchfrei nicht für andere, sondern ich liebe es an mir selber einfach. Das hört sich voll komisch an. So voll arrogant, so eingebildet. Jetzt kommen wieder alle, oh mein Gott, die ist selbstverliebt. Nein, aber ich mag bauchfrei halt. Egal ob im Winter oder im Sommer, ist es mir scheißegal. Ich trage einfach immer bauchfrei. Ja. Nein, das ist so ein Pulli. Oh, das ist gerade so dunkel. Das ist ein weißer Pulli. Den gab es auch in Grau, in Schwarz und in Rot. Aber ich wollte ihn in Weiß haben und das war die letzte Größe, das jetzt S. Und der ist sehr, ja, groß, also Oversize. Aber er ist trotzdem noch irgendwie bauchfrei. Er hat halt sehr breite Arme. Das heißt, er sitzt sehr locker so, würde ich sagen. Nicht eng. Der ist zwar nicht eng, so wie ich das eigentlich gerne habe, aber er ist halt bauchfrei. Das rettet wieder. Nein, auf jeden Fall, der ist mega kuschelig und gemütlich. Und oh mein Gott, ich habe den so gerne an. Ich liebe den. Der ist wirklich sehr kuschelig, obwohl der bauchfrei ist. Aber er ist wirklich schön. Dann habe ich mir neue Schuhe gekauft, und zwar Timberlands. Ich hatte zwar... welche, aber nicht von Timberlands, sondern von Tamaris. Und die waren sehr abgenutzt schon und irgendwie, keine Ahnung, die waren irgendwie so scheiße. Die waren so schmaler irgendwie, weil ich habe sehr große Füße und lange Beine, obwohl ich klein bin. Und das sah irgendwie komisch aus, weil ich sehr dünn bin. Sahen die früher mega komisch aus. Ich hatte die früher nämlich an und... hätte die auch eigentlich geholt, aber dann waren die mir irgendwie zu dick. Ich hasse das irgendwie, so dicke Schuhe. So. Ich finde das hässlich bei Mädchen eigentlich. Auch so wie zum Beispiel bei Air Max. Boah, das sieht so scheiße aus, weißt du? Dann haben die so ihre Leggings an. So, die sind auch so dünn, ne? So die Mädels. Und dann so Leggings oder Röhrenjeans. Und dann haben die da ihren fetten Schuh an. Ich finde das so hässlich. Ich habe aber auch so einen fetten Schuh. Das ist dieser Huarach oder so. Der sieht auch unnormal fett bei mir aus. So, ne? Deswegen ziehe ich den auch momentan nicht so krass gerne an. Den ziehe ich eigentlich nur an, wenn ich so ein bisschen sportlicher angezogen bin. Aber sonst so mag ich eher sowas Feines. Aber der Schuh, den habe ich dann irgendwie anprobiert. Und irgendwie sah das doch nicht so scheiße aus. Ich dachte mir immer so, warum sieht das bei allen immer so geil aus und bei mir immer so voll komisch, so fett und ne? Und dann habe ich den aber trotzdem mal angezogen und eigentlich sah der gar nicht so schlecht aus, weil ich hatte so ein richtig geiles Outfit an, was dazu gepasst hat. Deswegen habe ich mir dann
Ich meine, das war vor 2 Jahren, wo ich den anprobiert habe. Das ist. Da war ich, hatte ich auch einen ganz anderen Style, dann sah das bestimmt auch voll scheiße aus. Auf jeden Fall habe ich mir den dann geholt. Und ja, I love it. Ich ziehe den gerne an. Ich finde den schön. Ich finde den richtig schön. Ich wollte mir erst diese. Wie hießen die? Diese Rihanna-Schuhe holen von Puma. Aber irgendwie waren. Die hatte ich sogar an, aber irgendwie waren die wieder zu fett. Ne? Das sah so komisch aus, Evi. Deswegen habe ich mir die auch nicht geholt. Und ich brauche für Winter vernünftige Schuhe. Deswegen habe ich mir dann die Timberlands geholt. Wie gesagt, das waren jetzt nicht so viele Sachen. Ich habe mir halt da die Jacke geholt und die war recht teuer. Deswegen hatte ich jetzt nicht mehr so viel Geld, um andere Sachen noch zu holen. Ich wollte mir eigentlich auch eine Hose holen und mehrere Oberteile. Aber ich fand die Winterjacke erstmal am wichtigsten, weil ich friere mir unnormal den Arsch ab im Winter. Ich bin so eine kleine Frostbeule und deswegen ja, habe ich das dann geholt. Gott, ich bin heute richtig komisch drauf. Und um weitere Hauts von mir zu sehen, müsst ihr mich natürlich abonnieren, damit ihr auch nichts verpasst. Ist natürlich kostenlos und ja, geht nur mit einem Klick. Also tut das mal, denn ja. Ja, dann beende ich das Video jetzt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Und nee, eher ein schönes Wochenende. Egal, lassen wir das einfach noch. Ja. Okay, tschüss.